Willkommen zu FNs24 Audi-Karriere. Wir sind heute in Aserbaidschan Baku und ich freue mich extrem. Ich weiß natürlich, dass das Auto noch immer noch nicht auf der kompletten Höhe ist, aber wir sind auf einer meiner absoluten Lieblingsstrecken in diesem Game, in dieser Season. Und ich hoffe, ihr findet das auch. Ich hoffe, euch gefällt auch mein Rennen hier. Abonniert gern kostenlos den Channel. 6003 Meter ist eine Runde lang, 20 Kurven und 2 DRS-Zonen. Machen ja die zweitlängste Strecke im Kalender zu einer der besten überhaupt. Nein, aktuell ist es ja sogar nur noch die drittlängste Strecke. Schaut auch gerne auf Instagram und auf TikTok vorbei. Links wie immer alle unten in der Bio. Und wir sind hier natürlich, wie auch immer, vorm Rennen geht es natürlich ins Qualifying. Mein erster Versuch hat mich auf den 17. Platz gebracht. Und ich hoffe natürlich, dass im zweiten Run ein bisschen was drinsteckt. Den Anker früh genug geworfen, toll. Wir haben hier über 70.000stel noch einmal mitgenommen. Die zweite Kurve hier wichtig, gut geschnitten rechts auf dem Körper, sich raustragen lassen, 2/10. Das war schon mal eine verdammt gute erste Kurvenreihe. Lando Norris auch nur auf dem 16. Platz, das ist echt ein bisschen enttäuschend. Hier geht es dann rein und auch hier leichterer Mauerknutscher, kostet auch ein paar Tausendstel, aber sonst hier auch zack, voll über den Körper drüber gerattert und da müde die Zeit gefunden, 2,5 Zehntel, Leute. Und trotzdem ist es nur eine minimale Verbesserung von, 3 Zehntel, nicht mal lila, gar nichts sonst. Ich gebe hier wirklich alles, ich werfe hier mein Hemd. Wir haben 7 Zehntel im Delta und trotzdem, ja, sind wir auf den 21. Platz abgerutscht. Das muss natürlich ein bisschen besser werden. 2 Zehntel liegen lassen, durch die Leclerc-Schicksalskurve durch, dann zack, hier einmal links kurz umlenken. Bisschen weit neben die Strecke gerutscht, aber sonst 4 Zehntel im Delta. Ja, da ging auf jeden Fall noch mehr. Ich habe da ordentlich Zeit liegen lassen. Mindestens 2-3 Zehntel, die da hinten noch auf jeden Fall irgendwo herumliegen. Der Exit hier war verdammt stark und wir sind bei knappen 5 Zehntel, Leute. Wir sind auch all in all 3 Zehntel schneller als Esteban Ocon auf den 18. Platz, was bedeutet, wir werden auch hier ein bisschen was an Boden gut machen. Aus den beiden letzten Kurven hier toll rausgekommen. Zack, hier. Und da geht es auch nochmal ordentlich rauf. Schaffen wir sogar die 6 Zehntel. Ein bisschen DRS-Unterstützung. Und wir verlieren ein bisschen was. Das DRS jetzt aufgedreht und 5 Zehntel Verbesserung. Mal gucken, wo, für was das gereicht hat. Und natürlich auch, wo wir starten werden. In der Startaufstellung. Vollgas durch den Sektor 3 bis zur Ziellinie. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Charles Leclerc startet aus der Pole Position. Und Lewis Hamilton macht die erste Reihe komplett. Im Rest der Startaufstellung haben wir Perez, Fernando Alonso, Russell, Sainz, Hülkenberg, Gasly, Norris, Verstappen, Oscar Piastri, Albon, Stroll, Tsunoda, Joe, der Professor, Bottas, Magnussen, Ocon, Ricardo, Sargent und ein Wagen des neuen Teams vervollständigt die Startaufstellung. Und jetzt wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Es ist nur P16 geworden, da hat es dann doch am Ende auch ein bisschen an der Pace gefehlt. Ja, schade, aber ich will natürlich im Rennen umso mehr geben. Vielleicht ist schon beim Start ein bisschen was drin und auch mit einer anderen Strategie kann man eventuell hier etwas erreichen. Da sind wir auf dem 16. Platz und die letzten Rennen waren echt, falls ihr den nicht gesehen habt, guckt gerne oben rechts in der Playlist vorbei, da ist es natürlich verlinkt und schaut auch gerne auf Instagram und auf TikTok vorbei, wie gesagt, gerade auf TikTok jetzt im Race Weekend, Double Header sogar, wir haben ja Zandvoort und natürlich auch Monza jetzt innerhalb von nur 7 Tagen, also schaut da unbedingt gerne vorbei, viele, viele News und vieles mehr. Wir werden von Gelb auf Weiß gehen und werden auch mit dem meisten Strom schwimmen, aber vorne gehen viele auch mit dem roten Reifen, mal gucken, wie lange dieser aushält. Lights out und let's go hier in unserer Audi-Karriere, wir kommen gut vom Fleck weg, besser mal als der Kick sauber, zumindest als ein Kick sauber, den Turn 1 wird es dann mal ganz eng werden, aber da machen wir uns den Platz und gehen hier schon mal auf dem 14., jetzt mal kurz 15 vor. Können wir hier, nein, da kann man nichts machen, Stroll, der hält hier drauf und ja, der ist auch blockiert von Verstappen und den beiden McLaren, die hier eine quasi Mauer gebildet haben. Im Windschatten probieren wir hier mal immerhin an Alex Albon dran zu gehen und das funktioniert. Hier runter bleiben wir mal ein bisschen mittig, lassen uns dann raustragen und sind auf Platz 13. Mal wichtig und richtig ganz, ganz gut hier gelaufen. Und Stroll, oh mein Gott, der quetscht uns hier aber ordentlich gegen die Mauer. Natürlich kann er hinten nichts sehen, aber das war gerade echt eine Wow-Moment. Das hätte echt schlimm ausgehen können.
Also wenn da das Spiel teilweise realistischer wäre vom Schadensmodell her, glaube ich, hätten wir da echt Probleme gehabt. Jetzt gucken wir uns hier noch einmal den Start an. Da sehen wir, niemand steht in einer Reihe. Also ein paar weiter rechts, ein paar weiter links und das ist dann echt so eine komische Linie. Und ja, ich probiere auch wirklich alles, gerade in Turn 1, ganz spät reingebremst. Das könnte man schon als Psychomanöver hier ahnden. Aber es ist gerade noch gut gegangen. Zu zweit kann man hier ganz gut reingehen. Yuki, der wollte jetzt doch kein Risiko eingehen. Hat dann hier drauf gehalten und dann waren wir natürlich auf der Innenseite und konnten uns hier gegen den Japaner durchsetzen. Es ist natürlich blöd gelaufen, dass wir hier gegen Elbon da so ein bisschen den Kürzeren gezogen haben. Aber ja, ich kann natürlich auch nichts gegen Stroll machen. Und hier bleiben wir ein bisschen mittig und dann ziehen wir erst spät nach außen, um dann ja so ein bisschen auch die Bedrängnis für Albon da zu bringen. 11. Platz vor uns, Oscar Piastri, auch Max Verstappen nur auf 10 und Lando Norris nur auf 9. Also eine ganz, ganz prominente Begegnung, die wir da vor uns haben. Vorneweg zieht mal auf jeden Fall Charles Leclerc davon. Also der lässt der Konkurrenz aktuell mal keine Chance. Ja, auch Stroll, der will natürlich hier dranbleiben, der hat die roten Reifen, muss natürlich früher an die Box und hat jetzt am Anfang natürlich auch noch den Reifenvorteil. Wir sind in der dritten Runde mittlerweile angekommen, persönliche Bestzeit in Sektor 1 und ja, es hat sich so eine kleine Kampfgruppe gebildet, rund um beide McLaren, aber auch natürlich um Nico Hülkenberg und Max Verstappen, die hier, ja, so ein bisschen, es ist eher Verstappen, Hülkenberg und Piastri. Und natürlich hat das ewig gedauert für Verstappen und auch die anderen, dass die da an Hülkenberg vorbeikommen. Der gehört halt hier, ich will jetzt nicht sagen, er gehört hier nicht her, aber wir wissen natürlich, dass das Auto einfach, ehrlich gesagt, nicht die Pace hat, um hier vorne mitzuhalten. Natürlich ist es auch, das gilt das gleiche für mein Auto, also das kannst du hier keinen gut reden, dass unser Auto hier, oh mein Gott, ja, bisschen verschätzt, zu früh eingelenkt, kein Abkürzen, aber dann wird es fast so ein bisschen diesen Here comes Sebastian Vettel und Mauer gegeben. Aber glücklicherweise ist da auch alles heil geblieben. Also heute schon mehr Glück als Verstand gehabt. 18 Runden, 3 haben wir schon gefahren, aus der letzten Kurve hier gut rausgekommen. Im Windschatten sollte es dann hoffentlich funktionieren, um vor Lance Stroll zu bleiben. Das DRS dürfen wir erst spät hier öffnen. Schnellste Rennrunde für Carlos Sainz. Also führt der den Grand Prix, dann nehme ich mal an und nicht Charles Leclerc. Jetzt, ja, außen probiert es hier tatsächlich. Oscar Piastri, kann das funktionieren? Eigentlich sollte das nicht funktionieren, aber das ist natürlich gut für uns. Wir platzieren uns hier genau im Windschatten von Piastri und können uns hier vielleicht auch an Hülkenberg direkt vorbeimogeln. Reicht es auch, um Piastri zu überholen? Tatsächlich, Leute, es reicht auch hier, um den Double Move zu machen gegen Oscar Piastri und Nico Hülkenberg. Wenn sich zwei streiten, freut sich der Dritte und ich freue mich extrem, denn mit dem gelben Reifen auf den 10. Platz. Jetzt springen wir in Runde Nummer 5 vor und da haben wir Pierre Gasly, der, glaube ich, auch ein paar Runden hier mit Max Verstappen gekämpft hat. Gut für uns, denn somit konnten wir auch hier direkt den Boden gut machen, diese Lücke zufahren und ja, wir folgen so ein bisschen Max Verstappen. Da hinten ist es gelb und nein. Das war Chano ob mir, Leute. Und das ist ein Rookie-Fehler. Es ist seine erste Season, aber ich glaube auch, dass das Ende jeglicher Chance auf Punkte ist. Denn mit dem Spin, der mich verdächtig an Nick de Vries, glaube ich, erinnert, war das? Ja, haut er sich da auch noch die komplette Seitenleiste runter. Das ist natürlich bitter. Das ist echt blöd gelaufen hier. Und da musst du halt auch wirklich sagen, das kann passieren. Gerade Start-Compris sind halt nicht gerade so einfach. Ich muss auch hier gucken, kein Flügelschatten, glücklicherweise die Reifenabnutzung ist ziemlich low hier in Baku, also ich habe mir da wirklich mehr vorgestellt und hier nehmen wir die erste Verwarnung mit und ich habe mir echt mehr darunter vorgestellt, dass 11%, das ist gar nichts, also das ist wirklich ganz und gar nichts und wir kommen hier immer näher an Pierre Gasly dran. Wird es auch reichen, um ihn hier auf der Geraden ja, unter Druck setzen zu können? Eine Sekunde ist er weg von Max Verstappen, sprich er bekommt kein DRS. Also theoretisch sollte das, glaube ich, funktionieren. Der Alpine ist, glaube ich, das langsamste Auto auf der Geraden und wir haben ja somit eins der schnellsten Autos vom Antrieb her natürlich, denn der Rest ist eher mo. Das ist schon der 9. Platz und das hätte ich echt nicht gedacht, dass ich da so weit nach vorne komme und das tatsächlich auch aus eigener Kraft, noch niemand ausgeschieden. Und vor allem natürlich ist auch noch nichts hier Gravierendes passiert. Also ich bin hier wirklich an jeden vorbeigekommen, nur durch konstante Leistung. Der gelbe Reifen tatsächlich ein wahrer Gamechanger. Hier rutschen wir dann, ja, da war es auch mal ganz knapp bei mir hier. Es ist natürlich eine Strecke, wo du halt wirklich auf Traktion achten musst und
Wenn du da halt einmal zu früh aufs Gas drückst, kann so vieles passieren. Max Verstappen, Lando Norris, die sind jetzt ein bisschen im, ja sagen wir mal, Bekriegungsmodus. Das könnte uns erneut helfen. Und da ist es gelb vor uns und da kommt der Rauch aus dem Heck von Max Verstappen, Leute. Ich bin nicht schadenfroh, aber ich freue mich so sehr, dass wir hier tatsächlich auch jetzt, sagen wir mal, das erste Mal den Platz geschenkt bekommen bei Max. Und wir übernehmen den 8. Platz. Das ist schon mal verdammt stark. Das wären 4 unfassbare Punkte. Vielleicht ist auch noch mehr drinnen mit dieser Strategie. Ich will gar nicht wissen, wenn der gelbe Reifen... Dann könnte es natürlich auch mit dem roten Reifen ähnlich gut funktionieren. Aber das heißt natürlich jetzt mal natürlich davon abgesehen, dass wir auch natürlich mit dem roten fahren können. 10 Runden sind es noch zu gehen und alle Jungs mit dem roten Reifen sind auch noch draußen. Apropos, wir kommen hier auch immer näher an Carlos Sainz, der sich für eine ähnliche Strategie wie ich entschieden hat. Was bedeutet tatsächlich, dass wir hier auf einer wirklich stabilen, Pace unterwegs sind. Ich meine, wie Sainz geschafft hat, mit dem gelben Reifen schneller zu sein als die anderen mit dem roten Reifen. Das ist, sagen wir mal, jetzt eine andere Sache. Aber wir haben wirklich heute das Zeug, um fett Punkte zu holen. Auch Chano ist nicht so weit weg von den Hinterleuten, wobei ich ehrlich gesagt glaube, dass die tatsächlich schon gestoppt haben und Chano eben noch nicht. Da gehen die ersten in die Box, vor allem natürlich die mit dem roten Reifen. Und ich habe gesehen, Perez auf weiß, interessant, der geht bestimmt nicht auf gelb beim zweiten Stint. Alles, das wäre wirklich eine ganz, ganz dumme Blödheit. 9 Runden sind es noch zu gehen und wir sind hier hinter Charles Leclerc hinter beiden Ferraris, die beide auf gelb gegangen sind. Es sind nur 4 Sekunden zu Carlos Sainz und Piastri ist hier wirklich der Einzelkämpfer. Er ist wirklich der Einzige, der noch nicht mit dem roten Reifen an der Box war. Wir gehen jetzt hier erneut an der Box vorbei. Ein paar Runden müssen wir noch durchhalten, um vielleicht doch noch auf den roten Reifen und den vermeintlich schnelleren zu gehen. 11. Runde, hier geht schon mal Charles Leclerc vorbei, der war schon an der Box. Wir gehen hier rein, holen uns jetzt den roten Reifen und Sainz ist auch drinnen. Hier sehen wir ihn links, der geht auch vorbei an uns natürlich wieder. Toller Stop von denen. Ich hoffe natürlich, dass es bei uns auch ähnlich gut funktioniert. In der Vergangenheit war es natürlich nicht so gut. Leute, verkackt es bitte nicht. Es sind 2,4 Sekunden, starke Standzeit. Hier wieder Vorteilbaum geschwenkt. Ja, da rutschen wir einfach über den Körper und ich denke mir, scheiß drauf. Es ist der 9. Platz geworden nach dem Boxenstopp. Auch ganz knapp vor Oscar Piastri und hinter Lance Stroll rausgekommen. Carlos Sainz mit 4,5 Sekunden Vorsprung. Ja, es hat gut ausgesehen, die ganze Strategie. Aber an sich muss man natürlich auch sagen, es ist ein bisschen bad, dass ich ja vielleicht ein, zwei Runden zu lang gewartet habe. Natürlich, um auf dem roten Reifen gehen zu können. Aber du musst halt auch sagen, es ist so schwierig, hier die richtige Zeit zu finden, da vorne zu bleiben oder dran vorbeizugehen. Wir sind in der 13. Runde und ja, es ist nicht so toll, wie ich mir das Ganze vorgestellt habe. Ich meine, der rote Reifen, ja, ist natürlich der rote Reifen, aber ich habe mir ehrlich gesagt gewünscht, dass wir da vielleicht ein bisschen besser sind, dass wir da vielleicht ein bisschen schneller sind. Wir haben natürlich ein paar persönliche Bestzeiten, kommen jetzt auch wieder an Lance Stroll näher dran. Doch, ja, wenn ich mir die Zeiten von Sainz angucke, der ist dann da wirklich meilenweit von uns entfernt. 1,4 Sekunden sind wir immer noch hinter Lance Stroll und ja, Sainz da vorne, der kann anscheinend ganz, ganz andere Zeiten fahren als wir auf dem roten Reifen. Persönliche Bestzeit Sektor 1 und jetzt beginnt so ein bisschen meine Jagd hier, mein Hunt him down Stroll. Also der 8. Platz wäre toll, wirklich. Also das wäre die Hälfte von dem, was ich gestartet bin. Also alles andere wäre ein Traum, aber der 8. Platz, der muss ehrlich gesagt hier drin sein. Wenn ich mir auch schon Stroll so ein bisschen angucke, bei den meisten Exits hat er schon ein paar Rutscher drin. Und da muss es wirklich heute, meiner Meinung nach, wäre es verdient, der 8. Platz. Ich hoffe, ihr seht das genauso. Schreibt es unbedingt gerne in die Kommentare, wie ihr dieses heutige Rennen bis jetzt gefunden habt. Hier den Körb richtig toll geschnitten, keine Track Limits und sind jetzt tatsächlich unter einer halben Sekunde an Lance Stroll hier dran. Aus dieser Kurve raus und jetzt noch einmal die beiden letzten Kurven hier gut erwischen. Links, rechts und jetzt haben wir 1, keine Ahnung was Kilometer Vollgasanteil. Wir sind hier im Windschatten.
an Lance Stroll dran. Könnte das funktionieren, ihn hier jetzt schon zu catchen? Aber nein, das sieht mir nicht so aus, als ob da... Ja, da waren wir ein paar Zentimeter, sagen wir mal eher ein paar Meter zu weit weg und müssen uns hier noch einmal hinter ihm einscheren. Aber das könnte sich auf dieser Gegengeraden direkt ändern. Aus dieser Kurve heraus. Und ich glaube, das könnte jetzt tatsächlich funktionieren. 4 Zehntel fehlen uns nur noch, um Lance Stroll zu überholen. Aber auch das war nicht genug. Wir sind jetzt dran. Wir jagen den Kanadier und sind auch nur noch 4,9 Sekunden von Carlos Sainz weg. Ihr seht, die Pace hat ordentlich zugenommen. Ich habe natürlich Sainz hat den gleichen Reifen wie ich, also da kannst du jetzt auch nicht viel Unterschied sagen. Aber die Pace ist aktuell mal wirklich sehr strong und ich glaube auch Sainz, der hängt so ein bisschen hinter der Gruppe fest, das ist mir ehrlich gesagt aber auch egal. Jetzt noch einmal, erneuter Versuch gegen Lance Stroll und jetzt schaut es ziemlich gut aus. Wir müssen aber noch einmal in Runde 16 springen und scheren hier an die rechte Seite und gehen in Turn 1. Am Kanadier vorbei. Hoffentlich bleibt das auch so. Und 1,5 Runden vor Schluss übernehmen wir hier den 8. Platz mit einer anderen Strategie als die anderen. Und somit bleiben wir hier auch unseren 8. Platz treu, den wir ja auch hatten, wie bevor die anderen in die Box gekommen sind. Ich bin verdammt stolz. Also wirklich, besser hätte es heute nicht laufen können. Es ist ein verdammt starkes Rennen. Auch ganz, ganz interessant, wie sich so die KI schlägt. Die probiert es auch hier teilweise mit ganz anderen Tricks. Ist auf der Geraden verdammt schnell, weil man eben, natürlich den Unterschied auf der Geraden hat. Die DRS-Hilfe von den anderen ist halt wirklich viel, viel stärker wie meine. Das sieht man immer wieder, dass die mit den DRS-Systemen einfach viel, viel, viel mehr Zeit rausholen können, im Gegensatz zu meinem Auto hier. Schreibt es gerne in die Kommentare, wie ihr das heutige Rennen fand. Wir sind auf dem 8. Platz in der 17. Runde noch einmal müssen wir diese Hölle überstehen. Noch einmal Start und Ziel, sogar 1,5 Mal. Und jetzt gucken wir uns unser Meisterwerk an. Das war kein Meisterwerk, das war eher die Stange, würde ich mal sagen. Und jetzt hier, war gar nicht drin, leider. 18. Runde, Leute. Charles Leclerc ist schon im Ziel angekommen. Auch Sainz ist nicht mehr weit weggekommen. Also ich habe all in all 2 Sekunden auf Sainz verloren. Das ist wirklich, muss ich sagen, eines meiner absolut stärksten Rennen im Audi hier. Mehr war heute tatsächlich nicht drinnen. Vielleicht hätte man eine Runde früher reinkommen können. Dann wäre aber jetzt am Ende wieder das ganz knapp geworden mit dem Reifen, mit dieser Rutscherei. Ich bin zufrieden. 8. Platz, 4 wichtige Punkte und das in unserer ersten Audi-Season. Ich hoffe, euch hat das Rennen gefallen und jetzt gehen wir wie immer zur Startaufstellung. Zum Podium und gucken mal an, wer es da so hingeschafft hat. Sogar Driver of the Day wurden wir. Da bin ich noch viel stolzer drauf, Leute. Yes! Und Leclerc überquert die Ziellinie. Da ist die karierte Flagge. Charles krönt sich. Da ist der Sieg. Das war heute eine absolut dominante Leistung, Sascha. Von der Ampel bis zur Zielflagge gab es nie Zweifel an einem Rennsieg. Was für eine großartige Leistung. Bei der Siegerehrung sehen wir den berühmten roten Anzug, der den Fans auf der ganzen Welt bekannt ist. Ein Weltklasse-Sieg für ein Weltklasse-Team. Ferrari hat es wieder einmal geschafft. Ein bunt durchgemischter Grid hier tatsächlich. 8. Platz. Ich bin wirklich mega stolz. Der Teamkollege, ja, weit abgeschlagen. Der war über 20 Sekunden hinter Daniel Ricciardo. Man muss natürlich auch sagen, der Flügelschaden hat das Ganze nicht gerade verbessert. 65 Punkte. Wir sind doppelt so viele Punkte vor Stroll. Haben den heute auch wieder ganz gut in der Tasche gehabt. Und uns fehlen knappe 30 Punkte auf Fernando Alonso, der natürlich heute auch wieder vor uns ins Ziel gekommen ist. Perez ist hier, ja, eine Meter, den können wir da jetzt kaum irgendwas, ja, sagen wir mal, gegenrechnen. Der war einfach heute eine Macht, den waren wir auch irgendwie ausgeliefert. Schade, 68 Runden haben wir gefahren, 30 hätten wir als Team gebraucht, also
Das war klar, dass diese Challenge, sagen wir mal, geschenkt ist. Aber ich finde das natürlich cool, wenn du da diese fixe Punkteanzahl hast, dass du dann immer wieder sagen kannst, so ja, das ist toll. 1,9 Millionen, ja, wieder eins fehlgeschlagen und in Aerodynamik sind wir eh am ersten so gut wie in jeder Hinsicht am Ende. Außer hier ein Antrieb, da sind wir auf dem ersten Platz. Und gerade da kaufe ich mir wieder was, weil das am billigsten ist. Für heute war es mal. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Schaut gerne auf Instagram und auf TikTok vorbei. Links sind wir alle unten in der Bio. Morgen und übermorgen geht's nach Singapur. Bis dahin, danke fürs Zugucken. Schaut unbedingt auf TikTok vorbei oder morgen dann wieder hier. Ciao.